Hallo und herzlich willkommen. Ich spiele mal wieder Grave weiter. So, jetzt bin ich in Hongkong. Graves Basis, das Hauptquartier von El Al Ghanem in Hongkong. Es ist nicht leicht, sich in diesem Komplex aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden zurechtzufinden. Log von Dr. Aso, Level 9. Das war keine gewöhnliche Kugel, die Mika getroffen hat, sondern ein Geschoss, das mit einer Seed-Lösung gefüllt war. Diese Lösung muss auf die Seed-Reste in Mikas Körper getroffen und mutiert sein, wodurch ihr Körper kristallisiert ist. Vielleicht verwandelt sie sich gerade in einem Ork. Der Prozess scheint keine unmittelbare Gefahr für ihr Leben zu sein. Im Gegenteil, vielleicht hat Mika nur dadurch überlebt. Ich werde mir die bisherigen Forschungsdaten ansehen, um ein Mittel zu entwickeln, das das Seed in Mikas Körper neutralisieren kann. I can keep them stable now, but there are no improvements whatsoever, especially Mika. She is not able to suppress the seed in her. In time, the seed will overwhelm her body. In stasis, I can extend the time to find the cure, but even this will not last. With Grave, I could still use Big Daddy's superior DNA. May work. However, Mika is Big Daddy's daughter. His DNA wouldn't help her much. Quartz, would you pass me that bottle of blood? Lock it to Graves' chair, wherever you find a free spot. And keep track of his status, please. Well, I'll take a short nap.
Sollte hier nicht Mika drin sein. You must die steht.
kann nicht lesen, was da genau steht. Matpui oder was? Tektri. Keine Ahnung. Das neue Graffiti, mal schauen. Ah, nettes Geschenk, aha. Also hier dreht sich alles um die Droge, sieht in dem Fall.
Boah, Geschossschaden kostet jetzt schon 10.000. Mach mal Schildregeneration und danach der Todbringer Schaden. Dächer von Hongkong geht's danach weiter. He?